Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Heute schauen wir uns die besten Clips der Woche, Folge 102 von den Twitch Clips Germany an, Stream Clips Germany an Cut an. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, sowas unglaublich Schönes und Elegantes und Anmutiges. Also ich habe noch nie etwas so Schönes gesehen. Guck doch mal hier unten, dieses Kleine mit der Mütze, mit der Hasenmütze. Das ist ja so süß. Was soll es sein? Es ist so süß. Es sieht aus wie ein kleines Kätzchen mit Hasenmützchen. Das ist so süß. Das ist das Beste, was ich heute gesehen habe. So, let's go. Herzlich willkommen bei Stream Clips Germany. Mhm. Hier habt Bubba. Wo? Ach, guck mal, da ist ja noch was. Gar nicht gesehen. Okay. Habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, warum lag ich beim Hochgehen? Bestimmt eine gute Idee, die Tür offen zu lassen. Ja, ich mach die Tür zu. Mhm. Oh! Du Arsch! Ja, war eine gute Idee. Du bist so ein Arsch, ne? Du bist so ein Arsch, ne? Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Hm. Könnt ihr mal nachladen? Fallout 3. Ja, wenn, dann würde ich noch Fallout 4 spielen. Oder 76 halt. Kampf. Funktioniert 3 eigentlich auf PC? Ich habe damals gelesen, dass es auf der Steam-Version oder so ziemlich viele Bugs gab und eigentlich unspielbar war. Oder sowas. Keine Ahnung. Deswegen habe ich es mir nie gekauft für den PC. Wo wir gerade bei Bugs bei Fallout 3 sind, ne? Ja, okay. Easy. Wenn Theo es erlauben würde, ach so. Jetzt, das kann ich jetzt so verstehen. Entweder weil du denkst, ich bin so sexy, dass Theo es das nicht erlaubt, oder weil du denkst, ich bin so hässlich, dass Theo es das nicht erlaubt. Beides möglich. Wir wissen es ja nicht. Oder wissen wir es? Wissen wir, wie Asche aussieht? In real life? Das kann aber nicht sein, Chat. Ihr seid ja auch alle nicht gebannt, ne? Also wenn Twitch für Hässlichkeit bannen. Gut, dass ich ihren Stream nicht schaue und deshalb kein Teil des Chats bin. Ist hier Loot? Hallo Loot? Hallo? Oh, es brennt. Ja, spring ja, rein. Nummer 122, würde ich sagen. Ja. Hilf ihm! Ja. Hilf ihm! Ja, noch mehr! Oh. Noch mehr! Alles war noch mehr! Ja, noch mehr! Ich glaube, Flo muss erstmal Pause machen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Pfefferstreuer könnte eine strafrechtlich relevante Klage gegenüber den beiden verfassen. Ja. Das sah mir sehr nach Missbrauch aus. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann, Klingelingeling, kommen Sie alle. Alle an die Eier ran, bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land sind wir als Eiermann und Eiermann bekannt. Das sind die allerdicksten Leute, die man jemals sah. Unsere Eier, die sind Güteklasse A. Nett. Wisst ihr, und wegen sowas mache ich kein IRL-Stream. Genau wegen sowas. Alter, ey, du wirst wirklich so hart gebannt, wenn ich die Möglichkeit im Next habe. Wie unangenehm, die ganze Gruppe Teenager hat geguckt. Die ganze und? Gruppe. Klingeling. Lass die doch gucken. Klingeling, hier kommt der rein. Ich würde auch gucken, wenn da jemand die ganze Zeit rumlabert und mit sich selbst redet. Naja. Ich möchte rauf, endlich hinauf an ihren Strand. Billion Sand in meiner Hand. Was man mir nur genannt selbst spüren. Okay. Athen ist die Hauptstadt von... Warum hat... Hallo? Warum hat Türkei noch ein fucking... Der Türkei? Ja, weil von Mazedonien, Griechenland, Albanien geht so, aber von Türkei ist blöd. Also der Türkei, von der Türkei. Warum hat... Warte, warum kriegt Türkei denn die Extrawurst? Dann muss es die Antwort sein. Scheiße.
Asche weiß nicht, was. Also bitte. Nicht gut. Ich geh mal hier hin. Ja, komm. Ab mit seinem Kopf. Hat gut gepasst. Ja! Terror, das war so perfekt. Wie kann man nur so perfekt? Wie geil ist das denn bitte? In dem Moment ist er mit dem Schädel genau da drin gelandet. Hey, Katze? Ja, Katze spielt. Oh. Das klang so, als hättest du den Kopf vermutlich irgendwie dir ins Gesicht gedrückt. Mit Hass. Es klang so, als hätten die Krallen Einsatz gefunden. Auch nicht. Sie ist irgendwo hingesprungen. Oh, sie ist in die Kronjuwelen gekommen. Oh, sie ist in die Kronjuwelen gekommen. Oha. Was ist denn heute wieder mit dem Internet los? Das liegt wieder an Twitch, auf jeden Fall. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder ich habe das Internet heute nicht neu gestartet vorm Stream. Das könnte es auch sein. Oder Schlechtwetter. Der Hauptteil von meinem. Von meiner Leitung kommt ja aus dem LTE-Netz. Kann schon sein, dass da. Aufgrund des schlechten Wetters irgendwie das nicht ganz so rund läuft. Ich hatte Geburtstag an am 30. An einem 32. Weil du so besonders bist. Mhm. Wieso ist denn die 32 so besonders? Ach. Ja, manchmal, ne? Ja. Wir hatten Michael von Ulrichstein Cosplay. Ich werde verrückt. Was hat sie das denn jetzt hergezaubert? Oh. Na, Jungs? Der Bart könnte etwas länger. Und die Augenbrauen sind zu groß. Es komm, Orange machst du als nächstes, ja? Streamer-Luck. Freaking Bettgestell hier? Das I was sleeping very well in my creaking Bettgestell. But in the middle of the night ist das Scheißding eingekracht. Okay. Also hier ist, lade das Video hoch, eh. Warum bin ich kleiner als du? Weil du kniest, Hugo. Content Warning. Content Warning sieht eigentlich ganz interessant aus, ne? Ich lieb diesen Mann einfach. Ach ja. Sag mal. Bist du gerade mit dem Mann mit? Bist du ein Pferdedieb? Buki! Wieso? Können wir auch mal spielen. Was stimmt mit ihm jetzt nicht? Ich konnte den das, glaube ich, immer nicht anziehen, ne? Er kann das nicht. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel mit diesem Charakter. Das höre ich auch immer, wenn ich date. Nicht kompatibel mit diesem Charakter, ja. Ja, Pech. Ja. Wie schleife ich nochmal einen Edelstein? Denken. Was? Denken. Steinmetzbank? Ja, klingt gut. Geschliffenes Juwel. Edelstein und Steinpulver, okay. Da, ich muss das selber machen. Da steht, stellen Sie her und nicht lassen Sie sich das von jemand anderem machen, Sie faule Sau. Das steht da nicht. Ja, wenn es ein bisschen zu viel durcheinander wird, dann mute ich mich einfach. Ja, mach dann einfach Fullmute oder so. Ein bisschen klein. Ja, ist kein Problem. Schneller lauter. Ja. Ich muss Pese, glaube ich, lauter machen. Pese, sag mal kurz was. Nö, sag ich nicht. Okay, irgendwie bist du doch ziemlich laut. Aber ich muss dich auch lauter machen. Ey! Ey, Hilfe, Schatz! Schatz, Hilfe! Hilfe! Ah! Cat Attack! Meine Pizza! Ja, das war deine Pizza. Junge! Oh, meine Pizza! Das ist den. Komm,
näher zu mir, dass man dich auch sieht und guck, dass es schön ist. Es muss zentral sein. Zentral? Ja, schön. Also hier so. Mit Schwung oder? Nein, ordentlich. Ja, richtig, mit Schmackes. Mit Schmackes. Es muss so richtig breit, sich breit drücken. Oh mein Gott, du hast richtig reingedrückt. Ich habe bei dir voll zart und sanft gemacht. Was ist das? Oh, Alter. Okay, cool. Kannst du ein Modell für blutige Anfänger empfehlen zum Beispiel? Ja, das Modell dieser Schere kann ich auf jeden Fall für blutige Anfänger sehr empfehlen. Man kann am Ende immer noch sagen, dass es nicht das Blut deiner Opfer ist, sondern vom Basteln. Das sind Blumen auf der Schere. Von daher, ich kann dieses Modell von Fiskars auf jeden Fall sehr empfehlen. Gut. Oh. Das ist blau wie das Meer. Voll wie unser Laderaum. Dir links noch nicht, glaube, wir haben jetzt ein Problem. Warum müssen Leute immer alles Mögliche ausprobieren? Also... Wieder. Morgen bin ich nicht da. Ich bin morgens bei zwar bei Emongi dabei, aber meine Zunge ist blau. Aber ich bin nicht selber dabei. Also doch, also ich bin dabei, aber nicht live dabei. Ihr wisst, was ich meine. Leute, danke, dass ihr da... Ich weiß nicht, was sie meint. Oh oh. Hat er nicht gehört. Okay, wie machen wir? Hat er gehört. Bro, what the fuck? Nein! Nicht sauber! Ah, das Bild ist gut. Das war bei der erster Tag Kindergarten. Oh. Also man sieht mir das, man hat mir das immer so angesehen, so meine Schwester sieht so... Ich bin ein kleines, süßes Reh und ihr müsst ganz vorsichtig mit mir sein. Und ich bin so, hey, was geht ab, ihr kleinen Kurzbacken, Alter? Ich mache jetzt ein bisschen Trouble und ich esse meine Popel. Sieht man eindeutig. Ja, aber Lieblingsessen ist halt auch echt eine ultra schwierige Frage, finde ich. Also, es gibt ultra viele Antworten auch da drauf. Also bei mir jetzt so. Im Endeffekt halt, ich liebe so Zucchini-Gemüse oder auch so... Naja, nicht frittiert, doch frittiert. Also mit, ne, mit Granate außenrum. Granate, das klingt Granate? Nicht richtig. Mit Granate außenrum? Panade. Granate, oh mein Gott. Granate. Mit Granate außenrum. Alles klar, denselben Song, und los. Das war's wohl mit Schlafen. Oh nein! Ich habe Escape gedrückt, nein! Ich muss alles wohl nochmal von vorne spielen. Ja, cool. Das ist nicht dein fucking Ernst. Als ob das abstürzt, wenn ich es Geld drück. Ah, oh, Steven. Steven, warum tust du das? Warum ist das so laut? Oh, Steven. Spiel dasselbe Spiel nochmal. Mit oder ohne Butter? Immer ohne. Bitte ohne Butter. Nutella ohne, mit Butter wird mir schlecht. Hä? Ohne mit Von Butter? Butter unter Nutella wird mir schlecht. Butter gibt's bei mir nur unter Margarine. Und Gut. Warum nicht? Oh, scheiße, ey. Nee, ich meinte unter Marmelade. Ihr kennt mich ja, Chat. Ihr kennt mich ja, dass ich gerne Dinge ausprobiere. Ich möchte gerne wissen, was ist denn in diesem Spiel alles möglich? Ich bin so jemand, ne? Ich will ja lernen. Und dann dachte ich mir, kann ich denn auch mit meinem Chorpartner schlafen? Die Antwort lautet ja. Er hat dann eine Nachricht bekommen mit, Chesky Gills möchte Geschlechtsverkehr dienen. Und das hat er dann fotografiert und dann auf dieser CSL-Seite auf sein Profil gepostet. Ich habe keine Ahnung, worum es ging. Skadusch. Ich bin krasser Boxer. Oh, fuck. Oh, Mist. Gut.
Jetzt muss ich da wahrscheinlich wieder zurück, ne? Der wird langsam alt. What the fuck? Was ist das? Bist du verrückt? Oh mein Gott. Der war doch aber schon mal drin. Der war doch schon mal drin, der Clip. Verstrahlt heute auch diese gewisse Grundaggressivität aus. Ja, sehr gut. Ja, was ist denn los? Hä? Mach ich gar nicht. Nee? Der soll sein Maul halten. Na, oh, das sieht aber geil aus, ne? Fühlst du auch diese Ruhe? Mhm. Ja, sagt sie auch noch. Mach alles kaputt, aber ja. Hey, woher sollte ich wissen, dass du so einen Spruch machst? Fuß, im Moment, wo ich gerade was in die Luft jage. Konnte keiner mit Recht. Ja. Lass mich runter. Echt eine schlechte Idee. Nein. Wir laufen zu den Damen dort drüben und du lässt mich runter. Obi, wir können über alles reden. Es wird alles wieder besser. Keine Sorge. Jetzt runterschubsen. Obi, oh. Ah, meine. Oh Gott! Mein Gott! Nein! Scheiße! Verdient? Oh, ich hab's! Schaut euch das an! Hauptstadt von Finnland. Wer weiß es? Wer weiß es? Es ist natürlich Helsinki. Der Anfangsbuchstabe, es folgt ein I und dann zwei Konsonanten, die gleichen. Zwillinge. Mhm. Fucking Zwillinge. Lissabon, also wie kommt man... Es hat so viel Sinn gemacht. Es hat so viel Sinn gemacht. Haben die sich... Mitleidsfrage! Ich will meine Hand in Til Schweigers Arsch stecken. Warum? Damit wenigstens einmal was Intelligentes in ihm ist? Wir tanzen diese sexuellen Anspielungen weg. Shake it, girl. Mhm. Ja. Gut. Das Aufblasmännchen! Ja, stimmt. Genau an das hat es mich erinnert. Okay. Nee, weißt du, ich bin ein Romantiker. Ich bin... Mit deiner Hand in Til Schweigers Arsch? Ich bin ein sehr starker Romantiker. Und wenn ich eine Partnerin hätte und wir beide müssen kotzen, dann würde ich meins zurückhalten, um ihr die Haare zu halten. Und ihr dann auf den Hinterkopf kotzen. Ihr könnt euch ja gegenseitig... Ach nee, du... Ankotzen. Bei dir muss man die Haare... Doch, sie soll mir die Haare hier... sonst müssen wir durchstreichen. Ich möchte, dass mein Kopf gegrault wird, wenn ich kotze. Dann machst du aber fein. Mach mal schön Kotzichen. Das ist ein bisschen hell. Hell. Three Man One Couch hätte ich gar nicht erkannt jetzt. Ich glaube, mein Ringlicht ist ein bisschen zu doll eingestellt, wenn ich ehrlich bin. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. Sag endlich was, Gott verdammt! Supercalifragilisticexpialidocious. Was? Scheiß drauf, ich bin raus. Ey, ich darf euch meine Mandeln nicht zeigen, ne? Wenn ich geschwollene Mandeln habe bei einer Erkältung, da dreht ihr euch alle weg und schaltet aus und sagt, I und so wollen wir nicht sehen, aber das guckt ihr euch an. Ja. Ist klar, ist wirklich klar. Das nehme ich persönlich. Versteck. Habe ich nicht gesehen. Ich werde nach dem Video mal das Internet neu starten, den Stream so lange mal kurz ausmachen müssen. Also den Router neu starten. Oh Gott! Scheiße, oh mein Gott! Oh mein Gott! Genau. Ja, weg. Maurice, du streamst mit Verzögerung, oder?
Eigentlich nicht, wenn dann beabsichtigt. Also angeblich bist du hier bei mir vor deinem eigenen Stream. Ja, das ist das möglich normal. Natürlich. Aber es kann also sein, dass ich glaube, es ist einfach, dass Twitch halt später rausgeht. Ja. Guckt Maurice bei mir, da erfahrt ihr früher die neuesten Neuigkeiten. Wow! Das ist natürlich, ja. Ja, stimmt. Das ist, dann darf ich jetzt eigentlich nicht bei OBS nennen, aber doch sollte ich. So, Moment, wo ist das hier? Du bist die Sonne. Schöne Gitarre. Eine elektrische Akustikgitarre, ne? Du bist die Einzige. Du bist so cool. Du bist so Rock'n'Roll. Be my. Lässt ihr das Stimmgerät immer dran, oder? Little Rock'n'Roll Queen. Be my little Rock'n'Roll. Ja, cool. Schön. Und tschüss. Was ist das denn für ein Riesenvieh? Dropped, embalmed. Planted. Dropped. Fuck. Drop has been bombed. Ja, schon mal. So. Ja, weil Eclipse war. Eclipse ist direkt Monster, ja. Alles da. Komm, Krati, ich zeig dir mal alle. Also. Was ist jetzt? Was passiert? Ist Monk gefressen worden oder was? Oh. Oh, wie süß. Süß. Fass. Da können wir mal sehen, wie alt dieses Spiel ist. Da hießen die noch Raider. Heute heißen die Trix. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix. Was denn? Du erschießt Raider, ja. Du streamer unfreundlich. Oh. Oh. Hallo, liebe Raider. Hab ich einen Clown gemacht? Oh. Alter, ich hab's Geräusch gehabt, Diggi. Komm. Oh, das Schade. Ist steil. Ei, oh, das ist richtig steil. Oh, sanft. Oh, nein, nein. Nun. Geparkt. Aber man muss schon. Guck mal, platzsparend. Und sagen, ich steh wie eine Eins. Mhm. Jetzt steh ich doch leicht schief. Aber schade. Kann jemand mal ein bisschen pusten? Mach das nicht an jetzt. Doch. Macht's hätte, ne? Ich erschrecke mich vor keinem Horrorgame. Ich habe mich erschrocken davor, dass das Ding angeht. Ist das dein Scheiß ernst? Ist das dein Scheiß? Ist das meine Angst? Das ist eine Möglichkeit, die möglich ist, dass die Möglichkeit möglich ist. Aber wenn die Möglichkeit nicht möglich ist, ist die Möglichkeit überhaupt möglich? Ja, nein. I don't know. Oh, ich kann schwimmen. Mhm. Oh, doch nicht. Nicht. Ich kann doch nicht schwimmen. Ich kann doch nicht schwimmen. Oh, das ist so anstrengend. Hä, das ist alles zu. Das ist alles zu. Oh, oh my freaking God. Mir geht's nicht mehr so gut. Oh, holy. Was war das? Irgendwann muss ich mir mal so ein VR-Zeug holen oder so. Oh! Was ist denn das hier für ein Bums? Ach so. Sorry, aber ich möchte das einmal auf Cam haben, wie der sich über mich beugt. Mhm. Das waren ja zwei. Das waren ja vier. Wow. Da machst du nix. Oh.
Ein Geisterzug. Habe ich das gerade richtig gesehen? War das ein Geisterzug? Ja. Oder bin ich jetzt völlig paranoid? Sah so aus, ne? Ja, der Dinge. Der Range der Macht. Quatsch, gerade ins Intro? Ja, das haben wir schon tausendmal gesehen. Hä? Warte, warte, hier rüberschalten. Oh. Oh. Ha. Ja, da bin ich wieder. Ich bin's, euer... Euer Testbild. Euer gestreifter No Signal. Na, wie geht's? Das ist mein neuer Channel, No Signal. Das, hi, ich bin's. Leute, so geht es. Mhm. So geht es. Mögt ihr lieber die Waffel oder die Schokolade? Ich mag die Schokolade und die Waffel, aber nicht das Innen. Also ich würde dann der Person die Waffel abbeißen, die Schokolade abbeißen und die andere Person darf dann das Innen von meinem Bauchnabel ablecken. Ja, eine Goblin-Leiche geht, der ist ja nicht ganz so groß. Wie soll ich dieses massive Ding bitte in meinen Schlüppi kriegen? Das Ja. Das klang falsch. Nee, komplett richtig. Da, Entschuldigung. Ich gehe hier mal wieder hoch, ne? Oh ja. Oh Micha. Oh ja. Ich bin jetzt. Ich bin schon ein bisschen was in die Hose gegangen, ne? Ich bin. Muss mich kurz jucken. Was hast du gerade gesagt? Ich muss mich kurz jucken? Ja. Be careful, Cypher. Musste ich doch. Du musst dich kratzen. Ach so. Weil es gejuckt hat. Bei uns sagt man auch, man juckt sich. Du sagst, dass du keine Unterstützung mehr brauchst, aber vielleicht, bist du auch einfach nur eine skrupellose Geschäftsfrau, die das nur sagt, um noch mehr Geld zu bekommen. Ich bin eine dreckige, kleine Geschäftsfrau. Ach, ganz ehrlich, es ist egal, was ich sage. Es ist wirklich egal. Ich kann hier sitzen, mein Mettbrötchen essen und Leute bewerfen mich mit Nüssen. Hallo, wenn ich hier richtig bei bewerft die Bergziege mit Geld? Gut, dass ich es gerade eben erwähnt habe. Und das war's schon. So, das war die Reaction für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.